Tja, es war so am 23. Juni 1991, dass vormittags gegen 11 zwei jugendliche Waldläufer zu mir auf den Hof kamen und berichteten, sie hätten hier in diesem Feld am Waldrand außergewöhnliche Formationen oder Kreise im Feld gesehen, die noch niemand so gesehen haben kann, die noch nicht vorgekommen sind. Sie standen auf einer Anhöhe wie ich hier und konnten so hervorragend von oben auf diesen niedergedrückten Weizen gucken. Das war etwa 6 Wochen vor der Weizenernte. Die Halme waren etwa 1 Meter hoch und noch grün. Ja, habe da erst nichts drauf gegeben. Ich habe gedacht, das ist Lager vom Regen oder Wild hat da sie rumgetobt. Aber als ich dann doch neugierig wurde, habe ich bemerkt, das ist etwas Außergewöhnliches. Das kann von niemandem, von keinem Tier oder auch keinem Menschen gemacht worden sein. Noch dazu bin ich 1 oder 2 Tage vorher an dem Feld vorbeigekommen und habe überhaupt nichts bemerkt. Man hätte das sonst auch von der Straße aus sehen können. Ja, dann setzte, was sollte ich tun? Ich habe einen Freund benachrichtigt und die Dorfbewohner und das hat sich schnell rumgesprochen und irgendeiner hat es plötzlich der Presse, der Hildesheimer Zeitung gemeldet. Und dann, als das erste Mal es in der Zeitung stand, ging es natürlich rund. Sämtliche Medien waren innerhalb von 3 Tagen vertreten. Die Hannoversche Zeitung, die Bild-Zeitung und so weiter. Es kamen auch Leute, die von weit her, ich sage mal so, nach 5 Tagen waren ja pro Tag etwa 300-400 Besucher da. Und in der Gesamtzahl schätze ich das auf 2000. Ja, etwa 6 Wochen später, ich glaube am 3.8., eine Woche vor der Ernte des Weizens, passierte Folgendes. Der Besucherstrom hatte stark nachgelassen. Es kamen pro Tag nur noch 10 bis 20 Besucher. Ich hatte aber immer noch eine Person hier, die das Feld kontrolliert und beobachtet hat. Und kam eine Person und hat mit einem Metalldetektor gesucht und fand in 3 Kornkreisen Metallscheiben. Die hat er ausgegraben und als meine Aufsichtsperson ihn zur Rede stellte, sagte er, er war bei den Bauern, also er meinte mich, auf dem Hof, hat mit mir gesprochen, er hätte die Erlaubnis, dort mit diesem Metalldetektor zu suchen. Und dann hat er ruckzuck, Aufsichtsperson konnte gar nicht so schnell reagieren, diese Platten in einen Eimer gepackt und sagt, da muss ich mit zum Hof, zum Bauern, das muss ich ihm zeigen. Und das sind ja eigentlich seine Platten. Und er war ruckzuck im Auto verschwunden, ist aber leider bei mir nie angekommen und hat sich nie gemeldet und hat mich dann mal angerufen und hat mir gesagt, die Platten wären so interessant, er hätte sie nun gesäubert. Er wollte mir nur mitteilen, ich brauchte auf ihn nicht zu warten. Und er war völlig unbekannt bis heute. Und das ist die Geschichte von diesen Platten, die ich nachher nicht so weiter verfolgt habe.